Diese Reportage im Südsudan beginnt mit Klängen der Vorfreude. Der Kirchenchor von Juba hat mich eingeladen, seine Generalprobe zu begleiten. An diesem Wochenende werden sie hier vor dem Papst auftreten. Ich spreche mit Hobbysängerin Gabriella, die dem Ganzen so richtig entgegenfiebert. Der Besuch des Heiligen Vaters bedeutet uns Südsudanesen so unglaublich viel. Es ist das erste Mal, dass er uns hier in unserem Land besuchen kommt. Ein 86-jähriges Kirchenoberhaupt zu Gast im jüngsten Land der Welt. Erst seit 2011 ist der Südsudan unabhängig. Ein mehrheitlich christliches Land, gezeichnet von Gewalt, Konflikten und bitterer, für mich kaum zu begreifender Armut. Der Erzbischof der Hauptstadt zeigt mir auf dem Handy ein Video von einem ganz besonderen Moment. Als Papst Franziskus 2019 die verfeindeten Politiker des Landes in Rom empfing, küsste er die Füße der Rivalen, eine Mahnung zum Frieden. Das war eine großartige Geste an unsere politischen Führer. Er hat ihnen gesagt, dass sie dem Land Frieden bringen müssen. Er hat ihnen geholfen, am wiederbelebten Friedensabkommen festzuhalten. Und doch, längst nicht überall im Südsudan herrscht Frieden. Ich reise dahin, wo weiterhin gekämpft wird, in den Bundesstaat Upper Nile, 2 Flugstunden nördlich von Juba. Nicht nur Gewalt, auch Überschwemmungen haben der Gegend zugesetzt. Beim Landeanflug sehe ich Wasser und Sümpfe, die für viele Kriegsflüchtlinge zuletzt zu einer tödlichen Falle wurden. Gleich neben dem Flughafen ein Schutzlager der Vereinten Nationen. Es ist schwer, sich hier zurechtzufinden. Nach einiger Zeit aber treffe ich Paul, der mich herumführt, mir erzählt, dass seine Großfamilie die Flucht durch die Fluten nur mit ganz viel Glück überlebt habe. Die Kinder wurden von anderen Menschen über Wasser gehalten. Und mitten in all dem setzten bei meiner Frau die Wehen ein. Sie hat im Wasser unser Kind geboren, hat sich nur an einem Kanu festgehalten. Paul und seine Familie mussten fliehen, weil sie zu einer anderen Volksgruppe gehören als die Milizen, die ihr Dorf überfielen. Ich erfahre, ethnisch aufgeladene Konflikte um politischen Einfluss, Land und Vieh sind weiter trauriger Alltag im Südsudan, einem Land, in dem auch Beschützer an ihre Grenzen stoßen. Unterwegs auf dem Weißen Nil. Weil die Straßen der Gegend nicht mehr passierbar sind, ist das UN-Flüchtlingshilfswerk mit Booten unterwegs. Heute wollen sie Zelte in die etwa 50 Flusskilometer entfernte Siedlung Kodok bringen. Die angespannte Sicherheitslage aber ist ein Problem, auch für uns. Immer wieder müssen wir die Kamera runternehmen, dürfen nicht filmen, denn alle paar Kilometer hier entlang des Flusses sehen wir schwer bewaffnete Kämpfer. Die meisten sollen zur südsudanesischen Armee gehören, aber auch zu anderen Gruppen. Die Menschen, die hier entlang des Flusses auf der Flucht sind, haben Angst, Opfer von Gewalttaten zu werden, wie so viele andere Zivilisten vor ihnen. Die Zelte von Bord, sie werden bereits sehnsüchtig erwartet und sofort aufgebaut. Mich beeindruckt, mit welcher Ruhe, mit welcher Würde die Menschen hier ihr schweres Schicksal ertragen. Dieser Vater sorgt sich um die Hygiene seiner Kinder. Die Mutter versucht, das Erlebte irgendwie zu begreifen. Rund um uns herum wurden Menschen erschossen. Gott hat uns gerettet. Wir sind davongerannt, so schnell wie wir konnten, mussten die Kinder in Sicherheit bringen. Viele andere sind gestorben. Den Vertriebenen fehlt es an allem. Das sehe und höre ich überall, auch wenn ich mit den Helfern ins Gespräch komme. Manchmal scheint es, als hätte die Welt den Südsudan vergessen, sagen sie. Im Wettstreit um internationale Spenden und Geber hätte Afrika zuletzt einfach viel zu oft den Kürzeren gezogen. Gerade wegen des Krieges in der Ukraine und anderer Krisen, die weltweit mehr Aufmerksamkeit bekommen, ist unsere Arbeit hier im Südsudan komplett unterfinanziert. Deswegen können wir all diese Menschen nicht ausreichend versorgen. Ob der Papstbesuch mehr Aufmerksamkeit und mehr Frieden bringen wird? Die Hoffnung ist da. Spürbar sogar in der kleinen Kirche des Flüchtlingscamps, hunderte Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Und so endet diese Reportage, wie sie begonnen hat. Mit einem Chorgesang der Vorfreude. Ganz schön ansteckend.